ist 1877 gegründet. Martina, hast du das gewusst? Die BZ. Oh, Freunde, seid ihr schon da? Ich bin ja schon online. Ha. Hallo, ja, heute mal so von ein Hausmeister, Facility Manager zum Aufblicken. Freunde, hallo. Ich bin dann Robert Götz-Matuszewski, euer heißer Draht in den Grunewald, Bundestag, heute mal im Grunewald. Ja, ich lese gerade, BZ wurde schon 1877 gegründet, ja? Irre, ja. Und jetzt geht das auch gleich los. Wir sind hier auf YouTube, das ist der Weichspüler und das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet. Wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, schaut mal nach, ob das Abo noch da ist. Wenn ihr ihn nicht abonniert habt, wird es jetzt mal Zeit, weil hier gibt es die schönsten Nachrichten, Ankündigungen auf der ganzen Welt. Die richtigen Nachrichten gibt es dann auf YouTube. Link hänge ich unten dran. Oh, das moderne Zelt blättert automatisch um. Also hier, Schlagzeile von der BZ geht los. Die dreiste Luftnummer der Klimakaoten. Naja, Chaoten, das sind so Worte, das sind Aktivisten. Ja, Aktivisten, ja. Die blockieren und behindern und machen und tun, weil die sind ja für das Gute, ja. Also Gewalt für das Gute. So, was haben die gemacht? Über 100 Autos haben sie einfach mal die Reifen zerstochen, beziehungsweise die Luft rausgelassen. Da waren so schöne Zettel und da stand, fuck SUV, ja, hier, du Umweltsau. Und das sind nicht meine Worte. Ich sehe jetzt hier von den Klimaaktivisten, ja. Ja, schön. Also, ich finde das gut. Viele kleben sich auch einfach mit Klebstoff auf die Straße und lassen sich dann behutsam abkratzen von kranken Dingsfahrzeug-Dinger, von Ärzten. Und ja, das ist natürlich gut. Also von der Politik wurde schon gesagt, wir haben großes Verständnis für die jungen Leute. Großes Verständnis, ja. Böse Zungen sagen, aha. Großes Verständnis für Leute, die Krankenwagen, Polizeiwagen, Feuerwehrwagen und fleißige Arbeiter und Arbeitnehmer daran hindern, ihrer Arbeit nachzugehen und die Straßen blockieren, da habt ihr großes Verständnis. Aber wenn jemand zum Beispiel Angst um seine körperliche Unversehrtheit hat und für Frieden und Freiheit und Liebe spazieren geht, da habt ihr kein großes Verständnis. Ja, Freunde, Martina, das eine ist das eine und? Das andere ist das andere, Freunde. Das ist der Unterschied, ja. Deswegen könnt ihr auch für Extinction Rebellion, Fridays for Future, Antifa, Black Lives Matter, Christopher Street Day oder eben Umweltaktivismus demonstrieren, was das Zeug hält. Eben nur nicht für Frieden und Freiheit. Ganz einfach. So, Freunde, ich habe heute noch viel mehr Nachrichten. Kommt bitte auf YouTube. Ich will das jetzt dabei belassen. Allerdings ein Highlight habe ich noch. Freunde, es ist bitter. Es ist tragisch. Harald Glöckler. Herr Glöckler. Ja, böse Zungen sagen, er sieht eigentlich mehr aus wie ein Schlauchboot im Gesicht. Was ist eigentlich aus diesem wirklich mal attraktiven Mann geworden? Ja, es ist schade, aber gut. Es werden ja auch Schlauchboote gebraucht. Was passiert mit Trennungshund Billy King? Ja, was ist passiert? Der Glöckler zieht aus, kurz vor Valentinstag, das ist jetzt nicht so nett. Ja. Und lässt den Dieter alleine. Ja, Dieter kann sich um den Hund auch nicht kümmern. Dieter hat Rücken. So, während des Umzugs kümmert sich Glöckler um Zwergspaniel Billy King. So, hier ein Bild aus besseren Zeiten. Ja, Harald Glöckler und Dieter. Ja, übrigens beide sehr nett und sympathisch. Es ist so. Lasst es euch sagen, sie sind beide sehr nett und sympathisch. Ja, Schlauchboot hin, Schlauchboot her. Ja, es ist Trennung angesagt. Martina, was lachst du? Es ist, ja. Die sind wirklich nett, die beiden. Ja. Schlauchboot hin und her. Ich kenne mich nicht so aus, was ist eigentlich mit Dschungel geworden? War der nicht im Dschungel hier? Der war doch im Dschungel, der Harald Glöckler. Im Dschungel. Freunde, er war im Dschungel. Ich werde mich mal kundig machen oder ihr schreibt in den Kommentar, was ist aus ihm geworden? Hat er gewonnen? Ist er da geblieben? Ist er zurückgekommen? Er ist zurückgekommen, ja. Man weiß es nicht. So, Titanschlacht um Peggy Pegasus, ja. Kultpony aus der Super Bowl Spot hier. Poseidon Ralf Möller gilt als Vater von Pegasus, doch in 90-sekündigen BMW-Spot kosten rund 12 Millionen Euro, lebt das fliegende Pferd bei seinem Bruder Zeus. Ja, interessant. Haben die also Ralf Möller für BMW? Das ist schön, ja. Ich nehme mal an, von den 12 Millionen hat er bestimmt 10% bekommen. Hat er sich verdient? Guter Mann. Freunde, ja, also ich habe natürlich noch viel mehr Nachrichten, aber die kommen auf YouTube. Wir drehen jetzt noch ein YouTube-Video. In der Woche, Montag bis Freitag, gibt es auch ein Getter-Video. Und dann gibt es noch in der Woche von Montag bis Freitag ein Telegram-Video. Und dann gibt es in der Woche von Montag bis Sonntag, exklusive Sonntag, manchmal auch exklusive Sonntag, ein YouTube-Video. Also ich mache viel. Video. Freunde, schön, dass es euch gibt. Danke, dass ihr euch das überhaupt angucken tut, auch wenn es nur sehr weich gespült ist. Sehr weich gespült. Aber mein Weichspüler ist auf jeden Fall nicht aus den Knochen von Tieren gemacht, wie der richtige Weichspüler. Nein. Nein, der ist deswegen oft, heute von unten. Ja, von unten, genau. Mein Weichspüler ist aus den Abfällen der Zeitung gemacht. Egal, Freunde. Ich grüße euch von Bruno, Kevin, Jerome und meiner Kameramannfrau Martina. Ha ha ha!
Die ist nämlich da. Ja. Ja. Freunde, wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Ja, ich hoffe, Dieter und Harald, ihr haltet auch noch zusammen. Trennung kann ja mal passieren, aber achtet aufeinander. Ebenso alle anderen, die sich gerade trennen oder getrennt haben. Achtet euch. Macht das gut. Und jetzt kommt das Wichtigste überhaupt. Ich, Robert Götz, hab euch lieb. Oder? Ich auch. Oh, Martina auch. Ja, macht das gut. Schön, dass es euch gibt. Tschüss, Freunde. Ja, ist kalt hier. Oh, blaue Hände. Hände habe ich. Das ist wirklich kalt. Oh, meine Finger sind kalt. Ich hätte Handschuhe mitnehmen sollen.